Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück auf meiner Switch zu Luigi's Mansion 3. Und wir gehen jetzt, Pyramidia, wir gehen jetzt glaube ich ins alte Ägypten mit Etage 10. Ja, letzte Folge, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht, war gegen den Mechaniker unten im Wasserwerk, in der Wasseranlage. Das war wirklich kein Zuckerschlecken, fand ich. Ich fand, der war schon so ein bisschen fies. Ich habe auch etliche Anläufe gebraucht. Hab ich das geschafft, deswegen ist es auch eine sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber das gehört irgendwie dazu. So. Das sieht schon mal ganz interessant aus hier. Das ist wirklich... Oh. Ist natürlich wirklich cool gemacht, dass es immer was anderes gibt. Oh! Ah! Wie fies war das denn? Hier ist nochmal. Das ist wirklich fies. Wir kriegen gleich wieder ein bisschen Leben. Und da sind wir auch noch mit. Wir müssen auch noch mal irgendwann... Das mache ich mal ganz kurz. Pass mal auf, wir reisen mal ganz kurz zum Labor. Und da kaufen wir uns einfach mal ein paar Hundeknochen und sowas. Mal nicht gucken. So. Tja, das Netzwerk. Dann nehme ich gleich mal von mit. Ich möchte nicht immer leer gelaufen sein, wenn ich irgendwo bin. Buhu findet ihr auch noch mit. So, perfekt. Raus hier. Und gleich wieder zurück. Buhu. Hallo. So, es geht auch ratzefatz, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Da ist ein cooler Typ da. Oh. Ah, okay. Hey, das ist okay. Das will ich doch nur fangen. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir gleich auch mit. Wie gemein. Aber lustig gemacht, ne? Denkst du, das und dann Geister? Ja, was sieht denn auch? Cool, cool. Oh, warte mal. Soll ich den ganzen Sand wegsaugen? Ja, okay. Hab ich mir schon gedacht. Gehen wir mal rein. Oh, wo sind wir denn hier? Das ist auch echt. Und das ist alles mal im Hotel drin, ne? Ist auch ziemlich cool. Hier ist ein Sandburg. Ich kann die Sandburgen wegsaugen. Oh. Kann ich den ganzen Sand wegsaugen? Ja, kurz eine Riesensandburg. Nehmen wir auch weg. Okay. Was ist mal, was in der Kiste ist? Kohle. Eieiei. Zombie. Das ist eine Kugel. Kann man da Kugel machen hier? Ja. Aber man kann auf jeden Fall sehr viel Sand wegsaugen, wie man sieht. Und der spielt da hinten nochmal wieder neuen Sand rein. Was wir mit der Kugel machen können. Jetzt mal hier weiter. Okay. Nicht verkehrt. Kann man nichts machen? Gehen wir mal hier draußen rum. Ah, okay, was da eigentlich ist. Wie komme ich da hoch? Ach, warte mal. Kann ich aus Sand pusten? Ein bisschen höher pusten, warte mal.
Das ist geil gemacht, also wirklich. Ziemlich cool. Da geht's. Hier ist noch so eine Pinballkugel. Das ist die gleiche, fällt mir auf. Wieder hochschießen. Ja. Sein kann, dass sie hochkommt. So, machen wir die Seite hier auch nochmal klar. Wie für so eine Ausgrabungsstätte. Oh, hier ist ein Schlangenkopf. Guck mal. Kann man da am Ohr was rein? Ne, schade. Okay, oder? Keine Vase? Nee, ist doch keine Vase. Oh. Ach, Mann. Geil aus, ne? Wir haben ja einen kleinen Popo. Also hier viel mehr ist hier hinten nicht. Deswegen müssen wir uns irgendwie, glaube ich, jetzt mal an die Pyramide vorne machen. Wenn wir reinkommen oder so. Kugel ist für irgendwas gut. Also für was kann die Kugel denn noch gut sein? Die sieht so aus, wie die oben da oben hingehört, irgendwie. Oder? Die würde doch da oben direkt reinpassen. Wasserball zerstört, okay. Das war wahrscheinlich nicht so gedacht, aber. Naja, war schon so gedacht, aber. Ist eher auf eine andere Art, ne? Noch ein anderer Eingang. Muss ja irgendwie, kann man hier hochgehen? Ne, kann man nicht. Das ist ja merkwürdig.
Okay. Die Schlange, was sie damit zu tun haben? Wie kann man die Schlange ja hier wieder ganz machen mit unserem Superstrahl? Guck mal an. Alter! Komm hier! Okay, nochmal. Okay, dann können wir das hier wahrscheinlich auch machen. Okay, jetzt ist die Schlange wahrscheinlich. Okay. Oder auch nicht erwacht, sondern ich kriege nur das Ding da. Na gut. Aber wir sind immer noch nicht in der Pyramide drin. Muss man diese beiden Dinger da gerade machen? Aha! Ich muss mal reingehen. Ein Sarkophag. Aha! Was willst du mir denn so schätzen hier? Du brauchst du auch gar nicht. Okay. Und kleiner Schrank. Sieht aus wie eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Raus. Auch nicht. Oh, man kann drücken. X, okay. Oh, oh. Oh, wunderschön. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh nein. Das tat bestimmt weh. Jetzt sind wir und noch einen runter. Jetzt sind wir ganz unten bei der Pyramide, würde ich sagen. Oh, Igitt ruft an. Luigi, kannst du mich... Ich könnte plötzlich nichts mehr empfangen. Gibt's Probleme? Du bist in einem Treibsandfalle geraten. Solche Fallen sind Klassiker an Pyramiden. Luigi, du musst einen Weg da rausfinden. Und Vorsicht vor weiteren Fallen. Ja, komm mal hin. Ah! Irgendwie wischen. Ausgang hier. Guck mal, wie Sau. Ich hab so einen Dyson, hab ich. Ich kann hier alles wegsaugen. Ah, guck mal, ich glaube so hier raus. Bzw. da ist ein Schalter. Nun wollen wir schon Sand da hochpusten. Glaube ich gar nicht.
Na, wir müssen doch den Sand darüber pusten. Und noch mehr. Da kommen wir nämlich hoch. Noch mehr rüber schieben. Aber ich kann auch einfach nur warten, glaube ich, wahrscheinlich. Da. Ah, ich komme nicht ganz hoch. Scheiße. Doch. So. Oh! Na, Luigi, ich soll das nichts ausmachen. Danke, Luigi. Wir sind runtergefallen, okay. Da müssen wir rein. Da oben ist eine Tür, vielleicht führt sie ja nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Ja, das versuchen wir jetzt mal. Mumien. Muss irgendwie den Knoten da bekommen, ne, den er hat. Oh, jetzt war. Mein Aufbeginn wird wahrscheinlich. So. Gut, ich wollte jetzt trotzdem mal gucken, ob hier was drin ist. Eine Matruschka. Die habe ich irgendwie ausgelöst, die Kugel. Wollte ich gar nicht. Ist aber passiert. Hey! So. Zwei Türen, also jetzt einmal die rechte Tür hier erstmal. Gucken, wo wir landen. Schalter, wenn wir irgendwie den Sand hin fördern, wieder hochkommen. Noch nicht. So. Oh, vielleicht kann ich keinen drücken. Oh, konnte ich wohl nicht. Los geht's, los geht's! Ja, wie? Was hoch da? Und jetzt noch den letzten da. Was macht ihr dagegen?
Komm her. Mann. Sind auch fiese Fallen hier. Da hängen diese. Ja. Jetzt kann man den drücken. Okay. Gut. Aber wir kommen wieder raus, ne? Ja, perfekt. Gut, dann ist das Leben noch. Und dann gehen wir hier raus. So, Ende von ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.